Anderson. Wo waren Sie? Das Funkgerät funktionierte plötzlich nicht mehr und dann verschwand die Überflutung einfach. Seltsamer Wald. Ist das der, für den ich ihn halte? Casey, das ist Alan Wake. Mr. Wake, Special Agent Alex Casey. Er wird Sie zu unserem Auto begleiten. Casey, wir treffen uns vor Ort, nachdem ich mich umgesehen habe. Wenn sich die Überflutung zurückgezogen hat, gibt es dort jetzt vielleicht neue Beweise. Okay, bis dann. Aha. Alex Casey? Wie... Bin ich noch immer im dunklen Ort? Nein, das kann nicht sein. Ich bin draußen. Ja, der Privatdetektiv in Ihrem Buch heißt so wie ich. Gut. Dann mal weiter. Bis zum Auto dauert es eine Weile, Wake. Bereiten Sie sich vor, dann geht es los. Ich brauche noch eine Minute. Cauldron Lake. Ich dachte, ich würde nie hierher zurückkehren. Lassen Sie sich Zeit, doch Sie sollten wissen, dass der Wald gefährlich ist. Ja. Ach. Es wird dunkel. Haben Sie eine Taschenlampe? Ohne Licht ist es nicht sicher. Ich habe ein Licht und eine Waffe. Ganz ruhig, Wake. Und die Seiten. Wenn Sie irgendwo Seiten mit Text finden, müssen Sie sie sicher aufbewahren. Unser Leben hängt davon ab. Auf ihnen stehen wichtige Infos. Wir wissen von den Seiten, Wake. Wir halten die Augen danach offen. Okay. Okay, einen Moment bitte. Schon gut. Lassen Sie sich Zeit. Gott. Das ist also Alan Wake. Jetzt nehmen wir ihn endlich mal. Oh, warte mal. Mann, leuchten. Du willst dir mal was Neues anziehen. Okay. Ich sollte mich umsehen. Da sich die Überflutung zurückgezogen hat, könnte es weitere Hinweise geben. Die Überflutung verschwand ganz plötzlich wieder. Ich frage mich, ob der Übergang etwas damit zu tun hat. Oder Nightingale. Ja, Nightingale ist jetzt aber wirklich tot, also richtig tot. Ja, jetzt, ja, ist Alan hier wieder? Es wundert mich, dass er jetzt so... Also, ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt einfach so rauskommt. Aber dass er natürlich Mr. Scratch erwähnt hat, ist natürlich doof. Denn wer Mr. Scratch nicht kennt, Mr. Scratch ist das... Das Gegenbild von Alan Wake. Also, er ist wie Alan Wake, nur böse. Also, während Alan Wake ja alles tut, um... Ja, um auch die Menschen um sich um ihn herum zu schützen, um sich zu schützen, um deine Frau zu retten, tut der Mr. Scratch als alles andere. Also, oh Gott. Sieh dich über den vorher gefluteten Bereich, ja, aber was ist hier? Ein totes Reh. Ich weiß nicht, was du dir erhoffst. Haben wir überhaupt irgendwie was Neues? Warte mal, haben wir da erstmal Fall abgeschlossen. Nightingale verschwindet für 13 Jahre, taucht als Leiche auf und verwandelt sich in ein Monster. Ich stoppe Nightingale, dann taucht ein Schriftsteller auf, der ebenfalls 13 Jahre verschollen war. Gibt es eine Verbindung? Was ist das für ein Fall? Ich habe Nightingale getötet. Ich musste es tun. Er war ein Monster. Die Überflutung am Cauldron Lake hat sich anscheinend zurückgezogen. Nichts davon ergibt Sinn. Wir haben Alan Wake, einen Schriftsteller, der seit 13 Jahren vermisst wurde, wurde am Ufer gefunden. Hoffentlich können wir uns weiterhelfen. Oder ist das Mr. Scratch? Dass das der Böse ist. Weil Mr. Scratch ist nicht nur böse.
Er kann auch sehr gut schauspielen. Ufer des Cauldron Lager. Ich weiß irgendwie nicht, was sie sich jetzt erhofft zu finden. Oder was man hier überhaupt finden kann. Okay, mit dir nochmal reden, Rake? Ne, mit dir? Na. Ja, steht aber jetzt so rum, du. Jetzt wird immer nochmal ins Skriptseite. Was geht denn der? Okay, der verführte Bereich ist das Stück hier. Schick aus. Das hier ist ungewöhnlich. Hier lang vielleicht? Eine gruselige Zweigskulptur. Nett. Eine Schließkassette. Ist das das Symbol des Kult des Baumes? Notizen und Munition. Das Werkzeug der Wahl. Der Kult sieht seine Opfer nicht als Menschen. Denk daran, sie sehen aus wie wir, aber sie sind es nicht. Sie sind Tiere und es ist unsere Aufgabe, sie zu jagen und auszuweiden. Ah ja. Okay. Nee, ist immer noch. Warte mal, hab ich denn alles genommen? Gelummelt. Ja, Leuchtfackel, Pop. Aha. Gut. Warte mal. Kult des Baumes. Oh, hab ich auch zu. Oh, wow, oh Gott, hier habe ich ja noch viel, viel offen mit Kult des Baumes. Hinweis der Kultisten. Hinweis. Der Kultisten daran erinnert, dass ihre Opfer die Tiere sind. Wer ist involviert? Bleiben Teil des Rituals? Nein. Nein. Ja, denn Geld wurde als einziger Opfer zu einem Monster. Warum? Kultritual, was ist das? Kultziel? Nee, Kultpsychologie. Da passt. Sie entmenschlichen ihre Opfer, sie sind die Raubtiere, die Opfer nur ihre Beute. Drei Figuren. Symbolik, das ist Symbolik. Wir haben nicht mal eine Frage fertig, ne, bei dem. Was soll damit erreicht werden? Eine Reviermarkierung, eine Warnung, fühlt sich an wie etwas aus einem Horrorfilm. Vielleicht gibt es in den Verstecken Hinweise über den Kult. Ich muss die Augen offen halten.
Okay. Versteck am Ufer. Das war am Cauldron Lake. Die Notiz dann davor fordert die Kultisten dazu auf, ihre Opfer zu dehumanisieren. Okay, Demo, okay. Toll. So, ja, ich weiß, ich verdrück mich da immer. Alles gut. Hier lang? Wieder. Ja, wir sollten ganz schnell wieder zurück. Oh Gott, oder geht es? Geht das sogar noch weiter? Aber ich glaube, da sollten wir uns sich da müssen wir uns hier noch ein bisschen mehr umgucken, weil ich glaube, da hinten geht es weiter. Dann geht es ja wieder zurück zum Auto und das möchte ich ja noch nicht machen. Also hier ist der hell, ne? Dann warten die hier noch? Nee. Ah, warte, hier geht's aber auch noch mal weiter. Aber hier komme ich nicht weiter. Nee, und da ist auch nichts. Mal gucken, was hier ist. Da komme ich nicht hoch. Aber suche den vollgefüllten Bereich. Das habe ich doch jetzt. Ist hier eigentlich irgendwas? Das ist immer ein bisschen doof, wenn man jetzt überhaupt nicht weiß, was man suchen soll, ne? Also überhaupt nicht. Irgendwie, ja, sucht mal, ne? So, mach mal. Ist natürlich ein bisschen doof. Und hier hoch geht's ja auch nicht. Na, Alan?
Weiß er, sucht sie jetzt nur noch sowas, was sie eben gefunden haben, oder wie? Also. Sonst wüsste ich jetzt echt nicht mehr, was hier noch wäre. Genau, das haben wir. Geht's überall nicht weiter. Kunde, ja. Also gleich gehe ich weiter. Wow, ja, irgendwo im Wald. Cool. Der Übergang, okay. Der realitätsverändernde Einfluss des dunklen Ortes floss wie Wasser, wie Angst fließt, den Weg des geringsten Widerstands entlang, die Schwachstellen zerfressend, bis sie Risse bekamen, an Orten, an denen die Realität nachgiebiger war, wo eine Geschichte, die immer wieder erzählt wurde, die Fantasie beflügelte, die Angst immer wieder entfachte, die die Mauern der Realität aufgeweicht hatte. Orte der Gewalt und der Tragödie, wo Wahrheit und Fiktion verwoben war, wo ein Kunstwerk eine alternative Erzählung vorschlug. Etwas, von dem die Menschen annehmen konnten, dass es wahr ist. Etwas, von dem die Menschen überzeugt waren. Etwas, das sie fürchteten. Je stärker die Verbindung zwischen dem Glauben und der emotionalen Reaktion, desto besser. Je dunkler, desto besser. Der Geist einer Hexe, der einem Mann das Herz aus der Brust reißt. Zwei Brüder, die ihre Nachbarn ermorden und die Leichen in einem Brunnen verstecken. Eine junge Frau, die den überfluteten Bunker heimsucht, in dem sie ertrank. Gute Nachtgeschichten, Sagen, urbane Legenden, die mit einem bestimmten Ort in Verbindung stehen. Das waren die Orte, an denen die Übergänge entstanden. Interessant, aber ist immer noch irgendwas. Ach, bitte, das ist ja in irgendwelchen ganz komischen Ecken. Jetzt war das okay. Ich hatte ein bisschen gedacht, das ist halt ein bisschen. Okay, da ist wirklich nichts mehr. Okay, da haben wir jetzt eine Manuskriptseite gefunden. Und hier? Ne, hier haben wir gefunden, ne? Ah, hier hinten. Ja, wo guckt denn hier hinten? Okay. Na, weil dahinter ist auch nicht mehr überflutet. Das ist ja kein überflutetes Gebiet mehr. Das ging ja, das konnte man ja schon immer hin. Oh Gott. Ja, das mit der Taschen, ne, ich kann die mal anstecken. Das mit der Taschenlampe ist momentan ein bisschen, ja, kann man da ein bisschen schwieriger gemacht. Ich glaube, ich werde zurück, ne? Alter, was ist denn hier noch? Hier ist nichts mehr. Ja,
Ach, come on, als ob du nicht durchkommst. Es wäre praktisch, wenn man nicht den nicht, aber es ist gleich wie. Ne, ist glaube ich gleich, ne? Keine Ahnung mehr, was ist, Alter, ohne, was weiß denn ich? Dann jetzt finde ich alles, okay, komm, geh mal weiter. Keine Ahnung, wo noch was ist. Hier noch, oder wie? Ja, die haben es bestimmt irgendwo versteckt, wo man nicht hinguckt. Ja, wir haben die Rüstung gefunden, also die Ausrüstung, ne, das muss reichen. Na gut, kann natürlich sein, dass ein paar LHKC-Dinger sind, ne? Hier ist auch egal, Gott. Ah, come on, ist egal. Oder geht es denn mit dem erfüllten Gebiet halt noch weiter? Ja, das wäre natürlich witzig. Hier vielleicht noch? Ist hier noch irgendwas? Nein, egal, dann nicht. Bin jetzt nicht so, dass ich jetzt keine Lust drauf habe, nur irgendwie, ja, es ist halt super schwer gemacht, dass du halt wirklich irgendwie in die Ecke gucken musst. Ich glaube, wir haben auch. Ja, wir haben nicht irgendwie, wir haben immer so dafür fehlen, aber das ist jetzt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das liegt. Da will ich ja noch 3 Jahre rumsuchen, wenn ich noch. Wollte jetzt einen wollte. Ah, hier viel. Jetzt sag ich wie dem Scheiß hier. Okay, das ist wichtig. Muni ist wichtig, genau. Muni ist gut. Wölfe. Wow, ja! Digi! Ja, natürlich, wie schnell so. Willst du dich verarschen? Komm her. Wo ist der Schall? Wo ist der Wolf? Bitte! Bitte! Ja, genau! Ich sehe den ja nicht. Ja, tot. Gott. Ich such den ganzen Scheiß da, um zu sterben, oder wie? Toll, tot.